es gab dieses Bergsteigerunglück gestern erst auf einem 8000er. Das ist auch eine gewisse Form von Tourismus mittlerweile geworden, dass es dort sozusagen Bergsteiger gibt, die in geführten Touren oder was auch immer unterwegs sind. Wie schätzen Sie das ein, diesen 8000er Tourismus? Ist das eigentlich, hat das auch einen gewissen Tick an Leichtsinn dabei sozusagen? Das würde ich nicht sagen. Es ist einfach eine neue Form des Tourismus. Heute ist es möglich, dass man eine Reise bucht in Europa oder auch in Asien zum Mount Everest oder eben auf den Manaslu, wo jetzt das Unglück passiert ist. Und dann sind vor Ort dann Sherpas, die den Weg präparieren, die die fixen Seile hängen, die die Lager aufbauen. Und sie werden dann auf einer Art Piste auf den Berg geführt. Das ist immer noch anstrengend. Es ist nicht besonders schwierig, weil da überall, wo es steil ist, Seile hängen. Es ist aber immer noch gefährlich, denn wenn ein großer Hang, lawinenschwanger, bricht, dann, wenn jemand runter ist, kommt er unter. In diesem Fall waren mehr als 200 Leute an diesem Berg, zum Glück die meisten tiefer unten im Basislager, aber an die 30 waren an dieser Stelle, wo eine große Lawine runterging, und da sind eben relativ viele, ein Dutzend in etwa, ums Leben gekommen. Und diese großen Zahlen bei diesen Unglücken, die kommen daher, weil viel mehr Leute unterwegs sind als früher. Also die Leute gehen alle auf wenige Berge, auf diesen wenigen Bergen, wo eben eine Piste präpariert ist oder wo man sozusagen eine Reise organisiert kriegt. Mit Abenteuer hat das wenig zu tun. Ich nenne das Pistenalpinismus. Es ist nicht schlecht und nicht gut, es ist gleich gut wie der andere Alpinismus, aber es ist mehr Tourismus als Alpinismus. Der Alpinismus, der wirkliche Alpinismus, beginnt, wo der Tourismus aufhört. Aber wenn der Tourismus am Gipfel vom Everest aufhört, und das ist heute so, wo beginnt der Alpinismus? Das frage ich jetzt. Ist es, was geht Ihnen vor, wenn Sie das hören, wenn Sie von solchen Unglücken hören? Also für mich ist es eigentlich ja, alle Jahre zu erwarten. Ich kann Ihnen sagen, innerhalb von Jahren werden wir am Everest oder auch am Chooyu, da sind die meisten Leute, Unfälle haben mit 50 oder 100 Toten in einmal. Weil so viele auf der Strecke sind, wenn das Wetter das erlaubt und wenn dann eben eine Lawine oder ein Steinschlag kommt, das ist ja nicht so einfach zu berechnen. Dann nimmt es alle mit, denn diese großen Gruppen, die entstehen, weil viele Gruppen zusammenkommen, Reisegruppen, die verhalten sich wie Lemminge. Das heißt, die gehen alle den gleichen Weg, die nehmen alle den gleichen Lagerplatz und sagen sich, ja, wenn die anderen schon da lagern, kann da nichts passieren. Aber wenn dann was passiert, dann erwischt es alle. Stichwort Risiko. Ich meine, Sie haben ja, und das sieht man auch in diesem Film sehr gut, sehr oft viel Risiko genommen, um an Ihr Ziel zu kommen. Hat sich dieses Risiko jemals eine Balance gesucht in Ihrem Leben, wo man sagt, naja, also bis daher und nicht weiter? Ja, immer. Also mein ganzes Leben war nichts anderes als Risikomanagement. Ich darf ja nur das machen, was ich kann. Das heißt, mein Grundsatz heißt, das Können ist des Dürfens Maß. Und mir erlaubt schon meine Angst nicht, etwas zu machen, was zu gefährlich ist. Aber ein Restrisiko bleibt immer. Alles kann ich nicht berechnen. Erstens bin ich ein Mensch und ein Mensch macht Fehler oder hat eben irgendwelche Schwächen. Der Berg ist alle Tage neu, der Berg ist kreativ, die Steine brechen, der Wind kommt. Da kann ich nichts dagegen machen. Natürlich weiß ich, was alles passieren kann und dann erst gehe ich los. Aber ich behaupte sogar, der Mensch hat ein Recht auf Risiko. Wir haben nicht das Recht, alle Risiken auf dieser Erde herauszuversichern. Der Mensch hat ein Recht auf Risiko, aber jeder trägt das selber, die Verantwortung selber, wenn er in diese Wände einsteigt oder wenn er auf diese großen Berge steigt. Und das ist auch etwas, was heute nicht mehr ganz kapiert wird. Bei diesen touristischen Aufstiegen, bei diesen Gruppenreisen, glaubt man, die Verantwortung dem Organisator übergeben zu können. Natürlich kann der einen Teil der Verantwortung übernehmen, aber ein Teil bleibt immer noch bei mir, weil da oben ist immer Unwegsamkeit, auch wenn der Weg gut präpariert ist, auch wenn die Piste perfekt ist. Wir müssen in den nächsten Jahren, glaube ich, eindeutig eine Diskussion führen, was ist Tourismus, und im Tourismus, Österreich lebt davon, Südtirol lebt davon, haben wir die Verantwortung, eine Infrastruktur zu schaffen, dass im Grunde nicht mehr passieren kann als in der Stadt. Aber wenn die Leute dann außerhalb der touristisch erschlossenen Zonen gehen, dann sind sie ganz für das selber verantwortlich, was sie tun.
dieses, das Können als das Maß des Dürfens, was Sie auch im Film sagen, dass, wenn das für Sie gilt, wie oft haben Sie sich selbst überschätzt? Selbst überschätzt habe ich mich eigentlich relativ selten, aber ich bin trotzdem in Situationen gekommen, die ich nicht mehr beherrscht habe, das heißt, wo ich überfordert war. Zuerst einmal am Nanga Baba 70, aber da kam das, weil mein Bruder nachgestiegen kam und wir trotz allem nicht zurückgegangen sind. Also beim Losgehen wusste ich, das, was ich davor habe, ist knapp, aber das kann ich. In der Situation, als mein Bruder nachkam, war ich auch nicht stark genug zu sagen, das wird jetzt zu gefährlich, also das beherrschen wir nicht mehr, besser wir gehen jetzt gleich zurück, dann wäre es vielleicht noch gegangen. Aber wir wollten natürlich unbedingt sozusagen das I-Pünktchen auf diese Tour setzen, den Gipfel erreichen. Und damit hockten wir in einer Falle und nachher war es nur mehr ein Versuch, das Leben nicht zu verlieren. Da war es nicht mehr, ja, das Können ist des Dürfens Maß. Das war wahnsinnig gefährlich, es war nicht kontrollierbar. Einer hatte Pech, der andere hatte Glück. Aber solche Sachen, Kanchenjunga hat uns das Zelt zerrissen, so gegen 5 Uhr früh bei 40 Grad minus, 8000 Meter hoch, war auch nicht vorauszusehen, Jetstream, Windgeschwindigkeit. Aber da bin ich ausgekommen, sind wir alle ausgekommen. Das kann man vorher nicht ahnen. Heute vielleicht besser, weil es diese Satellitenwetterberichte gibt. Damals gab es das nicht. Im Grunde muss ich sagen, dass ich von 3500 Bergtouren 3495 einigermaßen gut im Griff hatte. Haben Sie die gezählt, diese Bergtouren? Ja, das ist ungefähr die Zahl, die ich gemacht habe, ja. Sind Sie jemals müde geworden, auf den Berg zu steigen? Haben Sie irgendwann mal gedacht, jetzt reicht's aber? Na, es gab schon mehrere Situationen, wo ich gesagt habe, nie mehr wieder, auch zum anderen oder zu den anderen. Aber wenn man dann herunten ist oder wenn ich herunten war, dann war das bald wieder mal vergessen und dann kam die nächste Idee und die nächste Reise war dann bald einmal organisiert und der Aufbruch war die Folge. Die Geschichte mit Ihrem Bruder am Nanga Parbat, da gab es jetzt diesen Film vor voriges Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren. Jetzt dieser Film, auch wo dieses Thema auch eine starke Präsenz drinnen hat. Ist das eine Form für Sie auch, damit umzugehen, das zu verarbeiten bis heute? Hängt Ihnen das stark nach noch? Ist das sozusagen Ihr auch ein Antrieb, das zu verarbeiten, indem Sie damit auch an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ich muss diese Geschichte eigentlich erzählen und ich kann sie gar nicht oft genug erzählen? Nein, das hat mit dem wenig zu tun. Zuerst einmal, beide Filme sind nicht von mir gemacht worden. Einer ist von Filsmeier, die reine Nanga Parbat-Geschichte. Der Filsmeier wollte dabei so sagen, wie reagieren zwei Brüder in dieser absoluten gefährlichen Krisenlage. Und diese Geschichte ist im neuen Film vom Andreas Nickel, und der Film ist nicht von mir, sondern vom Andreas Nickel, gedacht, geschrieben, Regie gemacht und finanziert. Nur am Rande da. Sie wird in diesem Film auch nicht richtig aufgeklärt, sondern sie wird nochmals angerissen mit den Originalbildern aus der Wand, die allerdings sehr stark sind. Man kann es verstehen, wenn man den anderen Film schon gesehen hat. Aber um die Geschichte so im Detail zu verstehen wie meine Klettereien in den Alpen, muss man den Filsmeier-Film dazu gesehen haben. Nun hatte ich von vornherein keine Notwendigkeit, das aufzuklären. Entweder man glaubte mir oder man glaubte mir nicht. Aber in den nächsten Phasen, in den Jahren 2003, 2004, als das Ganze nach Jahrzehnten wieder hochkochte, muss man vor allem erkennen, da ging es nicht um der Bruder tot, wer hat die Verantwortung? Die Verantwortung kann nur ich haben. Die anderen waren ja nicht dabei. Da ging es nur mehr um Glaubwürdigkeit. Und da hat sich eben eine kleine Gruppe von Leuten, die gemerkt haben, dass der Messner auch nutzbar ist, weil er so bekannt ist, eine Geschichte ausgedacht, erfunden, hat den Deutschen Alpenverein als eine Art Paten genommen. Und im Alpenvereinshaus wurde das Ganze veranstaltet. Das war ein reiner Versuch, mich, was meine Glaubwürdigkeit angeht, zu killen. Und da habe ich mich gewehrt. Und es ist sehr interessant, dass ausgerechnet jene, die das erfunden haben und die dann als Lügner bestraft wurden mit dem Fund der Leiche, spätestens 2005, nicht gesagt haben, na, sorry, also wir haben uns da ein bisschen vergaloppiert, oder der Deutsche Alpenverein, immerhin 1 Million Mitglieder,
Das war nicht richtig, das war eine Rufmordkampagne, sondern die waren einfach alle still. Und ich konnte es ja nicht umdrehen und sagen, jetzt erzähle ich einmal, was die da zusammengelogen haben. Das hätte niemand interessiert. Die Leute sind völlig unbekannt, die kennt niemand. Die haben auch nichts zu sagen. Die haben nur ihre Geschichte verkauft auf meinem Rücken, mit meinem Namen, meine Glaubwürdigkeit untergrabend. Aber dass sie ihre Glaubwürdigkeit damit überhaupt geopfert haben, das interessiert niemanden. Das ist sehr interessant. Und da sind sie als prominenter, als bekannte Persönlichkeit in einer ganz armen Situation. Denn je öfter sie auf das eingehen, umso mehr entstehen Zweifel, weil die Leute das alles nicht erkennen können. Aber ob mir die Leute das geglaubt haben oder nicht, war nicht so wichtig. Wichtig war, dass die Familie damit zurechtkam. Das ist in diesem neuen Film ganz gut ausgearbeitet. Und ich wusste von vornherein, was passiert war. Und ich wusste von vornherein, dass es für einen Außenstehenden sehr schwierig ist, das Ganze nachzuempfinden. Auch ein Bergsteiger kann das nicht verstehen, weil er diese Dimensionen nicht kennt. Also wenn jemand in den Alpen auf den Großglockner steigt, das ist ein kleines Hügelchen im Verhältnis zur Südwand des Nanga Parbat. Hatten Sie jemals die Befürchtung, ich meine, Sie haben es ja oft genug versucht, auf sämtliche 8000er zu gehen, und das, man sieht ja auch in dem Film sehr schön, dass es dann natürlich sehr oft gescheiterte Missionen gab. Haben Sie da jemals Angst gehabt zu sagen, eigentlich ist das, wahrscheinlich ist das ein Ding der Unmöglichkeit, ohne Sauerstoff da wirklich hinaufzusteigen, wenn es wieder mal einen Rückschlag gab? Gab es diese Momente da? Also gerade beim Everest gab es ja sehr viele Stimmen aus der Medizin, aus der Physiologie, die Bergsteiger sowieso, die gesagt haben, das ist nicht möglich. Das kann man rechnen, dass es nicht geht. Die Physiologie des Menschen ist die, der Sauerstoff-Partialdruck am Everest-Gipfel ist der, also das passt nicht zusammen. Trotzdem haben wir es versucht. Wenn der Everest in der Öffentlichkeit ein riesiger Hype geworden ist, dann verdanke ich das nur all diesen Skeptikern. Also da muss ich wieder das umdrehen von vorher. Hätte es niemanden gegeben, der gesagt hätte, nein, das geht nicht, hätten alle Leute von vornherein gesagt, ja, gehen Sie halt auf dem Everest ohne Maske, dann wären wir zurückgekommen und alle hätten gesagt, ja, jetzt ist er halt auf dem Everest auch ohne Maske da aufgestiegen. Aber nachdem die gesamte Welt vorher gewarnt hat und uns als irre dargestellt hat und gesagt hat, wir kommen entweder nicht hinauf oder nicht mehr lebend herunter, waren wir als Überlebende, Peter Haberl und ich, das Mount Everest ohne Maske, sozusagen die Helden schlechthin, was wir gar nicht sein wollten. Was halten Sie von solchen Leuten wie, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, der aus diesem 36 Kilometer... Baumgartner. Baumgartner, genau, der da runterspringen möchte. Das ist ja Extremsport einer neuen Dimension, die sich dem Irdischen sozusagen entzieht, weil man natürlich alle möglichen Mittel benutzt, um das durchzuführen. Was halten Sie von dieser Art von Extremsport? Also ich bezeichne das nicht als Extremsport, sondern das bezeichne ich als eine Art technisches Abenteuer. Und ich glaube, dass dieser Baumgartner, den ich nicht persönlich kenne, ein ganz genauer Macher ist, Tüftler ist, der sehr vorsichtig vorgeht, dass er das auch schafft. Es hat mit Abenteuer nur am Rande zu tun. Ist natürlich auch ein Abenteuer, weil er etwas tut, was noch nie getan ist. Er geht ins Unbekannte. Er kann wahrscheinlich nicht alles genau vorausrechnen, die Kälte, ja, die Geschwindigkeit, wie lange ist er ohne Atem, das wird er alles wissen und keine Ahnung, wie er da sich vorbereitet. Aber wenn er das schafft und er wird es schaffen, so wie er sich vorbereitet hat, ist das eine schöne Erfolgsgeschichte. Das ist nicht nur so ein Rekord, so hingeschmissen. Es ist aber nicht eine sportliche Angelegenheit und es ist keine abenteuerliche Angelegenheit, sondern in erster Linie ein sich hintasten an neue Grenzen. Das geht eher in die Raumfahrt. Also. Aber ich habe einen großen Respekt von diesem Herrn Baumgartner, der in den letzten Jahren da viele Tests gemacht hat und immer weitergegangen ist und natürlich auch ein ehrgeiziger Mann ist, weil sonst würde er das nicht machen. Und es wird auch sicherlich eine interessante Geschichte sein, wenn er erzählt, wie das Ganze dann wirklich vonstatten gegangen ist. Morgen soll das angeblich stattfinden. Ich frage mich auch, worin diese Leidenschaft besteht, die offenbar nach wie vor in Ihnen brennt, auf einen Berg zu steigen und gleichzeitig nach so vielen Jahrzehnten sich auch noch immer brennend dafür zu interessieren. Und gleichzeitig frage ich mich auch, was ist so ein Bild, zum Beispiel können Sie das erzählen, ein Bild von
dem Moment, als Sie da oben stehen am Everest zum Beispiel? Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben? Gibt es da einen Eindruck oder mehrere natürlich tausende Eindrücke, aber gibt es vielleicht einen, der besonders war? Zuerst einmal, also ich bin als Kind zum Bergsteigen gekommen. Für mich war es wirklich die Möglichkeit, aus einer Enge herauszukommen, geografisch gesehen, familiär, dörflich gesehen. Und dann kam natürlich mit dem Erwachsenwerden auch die Leidenschaft und der Ehrgeiz, das besser zu machen als andere. Wir Bergsteiger sind auch so kleine Buben, die spielen, ich kann das besser wie du. Und am Ende war es natürlich dann ein Mitspielen in der obersten Klasse an den höchsten Bergen der Welt mit neuen Routen und auch dem Wunsch, hintergründiger darüber berichten zu können, weil ich mehr erlebt habe als andere über das Bergsteigen. Nun, das Obenstehen ist viel banaler, wie die, die unten geblieben sind, das sich ausmalen. Das Obenstehen ist völlig, ja, eine ja, langweilige, leere Geschichte. Sie müssen ja noch herunter. Der Gipfel ist im Grunde nur ein Umkehrpunkt. Es geht dann abwärts. Abwärts geht es sich leichter, aber man stolpert auch leichter. Das Heruntergehen dauert vielleicht nicht so lang wie das Hinaufgehen, aber dauert auch lang. Und die Lawinen sind immer noch da, also können immer noch kommen und sie können immer noch runterfallen und ein Stein kann sie treffen. Erst wenn sie im Basislager sind, tritt das ein, was sie sich als Gipfel-Euphorie vorstellen. Weil da sind alle Gefahren dahinter, dann ist auch klar, es ist gelungen, ich habe es geschafft und vor allem, ich habe das ganze Leben noch vor mir. Weil das Letzte ist schon banal. Mit dem Besteigen eines Gipfels wird er banal. Dann ist nur noch die Frage, komme ich da runter? Deswegen, wir gehen ja ab und zu in Wochen am Everest, 6 Wochen hinauf, akklimatisieren, hinauf, wieder zurück, noch höher, wieder zurück. Und dann sind wir oben und 3 Minuten später nichts wie herunter. Gerade bei schlechtem Wetter, wir hatten am Everest einen schlimmen Sturm und Schneetreiben. Also es war sehr kalt, wir konnten da oben nicht lang herumstehen. Was ist der gefährlichste Moment bei so einer Tour? Ist es der Abstieg eigentlich? Nein, das kann man nicht sagen. Also der Abstieg ist entschieden von der Physis her, also von der Anstrengung her, leichter. Aber man verstolpert sich dabei leichter. Oder man ist dann irgendwie ausgelaugt und nicht mehr so konzentriert. Aber das hängt ganz davon ab, wenn Sie eine Wand klettern, dann gibt es vielleicht irgendwo eine Lawinenzone, dann ist das Gefährlichste. Oder der letzte Teil, der am anstrengendsten ist, wo sie dann vielleicht so erschöpft sind, Sauerstoffmangel, dass sie irgendwie hinüberdämmern und oft passiert und dann immer weiterkommen. Nachdem Sie alle diese 8000er bestiegen hatten, man sieht das auch im Film sehr schön, gab es natürlich neue Herausforderungen. Grönland durchquert, Pole durchquert. Aber oder ist es irgendwie so, dass Sie gesagt haben, jetzt fehlt es mir an Herausforderungen? Gibt es irgendwann mal den Punkt? Nein, bei mir war es ganz klar, ich habe am Beginn als Felskletterer gelebt. Das heißt, meine ganze Aufmerksamkeit, meine Zeit, mein Geld, habe ich alles in die Felskletterreihen, vor allem in den Dolomiten, gesteckt. Dann habe ich mir am Nanga Parbat die Füße erfroren und konnte nicht mehr so gut klettern. Und durch den Verlust dieser Fähigkeit ist auch die Begeisterung abhanden gekommen. Dann bin ich umgestiegen auf die großen Berge. Dann klettert man weniger, sondern man hat dicke Schuhe und steigt und mit Steigeisen, das geht dann trotzdem. Als ich die 8000er alle gemacht hatte, vor allem nachdem ich den Everest solo bestiegen hatte, wusste ich, ein Weiterentwickeln, eine Steigerung gibt es nicht mehr. Und das war dann auch langweilig. Hätte ich mich wiederholen sollen, 3-mal, 5-mal, 10-mal den Everest rauf und runter gehen? Nein. Und dann bin ich umgestiegen auf was anderes. Da bin ich wieder rausgerissen worden mit einem Fersenbeinbruch, allerdings daheim und nicht auf Tour. Und habe dann so klassische Forschungsarbeit gemacht, die Heiligen Berge studiert weltweit und auch die Yeti-Geschichte aufgeklärt. Dann war ich 5 Jahre lang als Parlamentarier unterwegs, wieder eine andere Zeit. Wäre ich nicht invalide gewesen, wäre ich nie ins Parlament gegangen. Wäre doch nicht als gesunder Mensch ins Parlament gegangen. Und dann habe ich mir inzwischen eben ein Alter erreicht, das bestimmte Abenteuer nicht mehr erlaubt hat oder sonst wäre ich umgekommen. Dann habe ich das Museum aufgebaut. Aber immer mit der gleichen Art. In einer Lebensphase alle meine Zeit, meine Begeisterung, meine Mittel hauptsächlich dort hineinstecken. Und versuchen, etwas zu realisieren, was ich mir vorher ausgedacht habe. Ich habe immer nur einfach aus Visionen, aus Ideen Realität gemacht. Und in diesem Fall mit dem Museum ist auch etwas geblieben, das kann man anschauen. Beim Nanga Parbat können Sie hinaufschauen und sagen, der ist am besten hochgeklettert. Also das ist nicht greifbar.
Was ist die wichtigste, für Sie die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen muss, um so eine Herausforderung zu meistern? Ist es Disziplin? Ist es Angst vielleicht? Und die Überwindung derselben letztlich? Oder ist es auch ein Stück weit Eitelkeit, die den Antrieb formt, dass man darauf will? Also ich werde die Eitelkeit nicht einfach ad acta legen. Die gehört schon auch dazu. Das ist im Spiel mit dabei, vor allem wenn Sie ganz oben mitspielen. Da wird die Luft sehr dünn, aber es ist schon schön, das Leadership in einer Sparte zu übernehmen und zu wissen, was ich jetzt mache, kann kein anderer. Oder es traut sich kein anderer, weil er das Know-how nicht hat oder einfach nicht gelernt hat, sich so nahe an diese neue Grenze, vorher vielleicht das Unmögliche, heranzutasten. Aber wichtig ist die Kreativität. Sie müssen sich die Ziele ja selber erfinden. Und das ist im Moment ziemlich Mangelware im Alpinismus. Also was tue ich, um das Ganze weiterzuentwickeln? Und ich habe mich vor allem aus der Historie heraus orientiert. Ich kannte schon sehr jung, mit 15, 16 Jahren, die gesamte alpine Geschichte, Abenteurergeschichte. Und wusste, wie man das weiter spannend halten kann. Neugierde gehört dazu. Und dann natürlich die üblichen Werte, Disziplin, Ausdauer, Peinlichkeit in der Vorbereitung der Ausrüstung, so wie jetzt beim Baumgärtner. Also der weiß genau, jedes Knöpfchen stimmt, da können Sie sicher sein. Der riskiert sein Leben nicht mutwillig, sondern der weiß, ein Restrisiko bleibt, aber sonst haben Sie das alles im Griff. Und Sie können das alles nur in ganz kleinen Schritten machen. Wer glaubt, der könne sozusagen mit 7 Meilenstiefeln von 0 auf 8000er steigen, auch noch über schwierige Routen, hat sich getäuscht. Der lebt nicht lang. In unserem Spiel heißt es, wenn du einen Fehler machst, Todesstrafe.